Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Onsen 2 der Omnibus-Simulator. Mit Peter. Ja, Tag. Wir befinden Hallo. Uns immer noch, und zwar auf Felsheim, Linie 7. Ja, wir stehen ein normaler Fahrstuhl. Wir stehen gerade im Tal an. Und haben da noch Pause. Dankeschön. Guten Einmal Morgen. Normal, bitte. Danke. Jetzt kann ich mich wieder gleich mal rauszeigen hier. Wie immer. Ja, ich fahre natürlich mit dem immer ein UL, aber in der Schaltvariante ist ja immer ein UL 312 in der Facelift-Variante. Und ja, mal schauen, ne? So. Nächste Haltestelle, Thalheim, Kirche. Ja, der Bus hat jetzt zum Beispiel kein Retarder, das heißt, ich bremse also. Gut, wie man es ja natürlich gesehen hat. Ne? Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Das geht aber gar nicht. Wieder ein Unfall, aber eigentlich haben die das eigentlich erwähnt. Und es hat ein bisschen Scheife da so reingerauscht. Ja, selber schuld. Rechts vor links. Bus halt Vorfahrt. Wohlgemerkt. Freunde, Freunde, Freunde. Aber zurück ist die Physikalie. Leider. Nächste Haltestelle, Thalheim, Bahnhof. Es besteht der Übergang zu den Zügen der Alt-Ilsachtalbahn. Genau. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall viel Überland haben. Entschuldigung, muss halt sein müssen. Denn sowas geht gar nicht, ey. Fährt einfach hier rechts von links hier raus. Und ja. Ja, meine Freunde, hier fährt auch ein Kurzläufer. Und es ist so, da gibt es einen Kurzläufer, der fährt nur bis Thalheim Bahnhof. Und der andere fährt dann weiter bis nach Niederberg, so wir. Wir fahren natürlich die längere Version. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, natürlich. Und ja, meine Freunde. Genau. So ein bisschen das auch. Eine Kurzstrecke, bitte. Und was halt passiert, Leute? Ab einem gewissen Punkt wird es respawn. Das heißt, ihr müsst da immer. Dankeschön. Sein. Hallo. Ein normaler Fahrschein, bitte. Denn das ist nicht mehr normal, sondern ich bin normal. Eine Fackel. Danke. Ja, wie ihr vielleicht auch schon erfahren habt, bereits wisst. Und zwar, ja.
bald kommt auch die Metropolenlinie raus. Nächste Haltestelle, Unterau. Metropol Ruhr von Kevin Nitschmann. Ja, 35 Euro. Kostet der ganze Spaß. Leute, 35 Euro schon wieder ausgeben. Wo ich in Videos gesehen habe, okay, die Map ist nicht schlecht. Aber es sind viele Backdrops drin schon, die ich schon nur so gesehen habe. Und das kann nicht sein. Sowas geht gar nicht. Wenn man keinen Bock hat weiterzubauen, dann soll man es auch lassen. Und keine Backdrops sind drauf. Aber gut. Man wird es auf jeden Fall weitersehen. Was Kevin Nitschmann da weiterbaut, denn ich meine, wenn die Version alle Freeware gewesen wären, dann würde es nie so ein Hype geben über ihn. Aber so, tja. Man hat es doch auch gesehen bei Palma. Da muss man auf jeden Fall sagen zu Kevin Nitschmann, hey, Alter, was hast du da gemacht? So sieht nie im Leben Palma aus und das verkaufst du auch für, keine Ahnung, wie viel waren das auch, 30 Euro? Wo ich mir dabei gedacht habe, die Busse, okay, kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Denn den O530 hat es ja so schon gegeben eigentlich im Prinzip. Gut, die Innenanzeige, okay, war nicht schlecht. Muss ich auch sagen, war okay. Sieht gut aus. Aber der Rest, da frage ich mich immer noch, hast du an dem Tag vielleicht irgendwie Drogen genommen oder irgendwas? Sorry, aber dass ich so mal reagieren muss, aber ich habe sowas noch nie erlebt. Ganz ehrlich. Nee, kann nicht sein sowas. Und das hat auch für 30 Euro verkauft, Leute. Ich will nicht wissen, wie viele Leute es gekauft haben. Und die Kohle in den Rachen geschmissen haben. Denn ganze Sachen, das was hier auf nicht nur bei Aerosoft aus. Können Sie nicht vorsichtiger hat, fahren? Sondern auch Nasenbeutel, der Michael Schumacher, ja? Das ganze halbe Geld kriegt alles Kevin Nitschmann in den Hals geschmissen. Leute, der Typ schwimmt in eurem Geld, was er euch so abgezockt hat. Da muss ich wirklich sagen, ey, das ist sowas geht gar nicht. Deswegen, ich habe es mir nicht gekauft. Ich werde es mir auch nicht kaufen. Bei Metropol weiß ich noch nicht. Das werde ich dann noch spontan entscheiden. Also ihr müsst mir das auf jeden Fall nicht schenken, Leute. Oder kaufen oder irgendwas, aber nee, Jungs. Das muss nicht sein, ne? Nächste Haltestelle. Ob Waldau Kirche. Ob dieses Game überhaupt wieder seinen Standard entspricht, also das heißt, ob er wieder mal, was er immer gepredigt hat, ja, die Performance sei besser geworden, ja, hat man gesehen bei mir, wo ich gefahren bin am Gladbeck, Performance? Nein. Boah, was ist das denn jetzt hier? Die Performance war grauenhaft. Denn
Ja, nicht nur Darius Bode. Ja, gut, den Bus und Darius Bode. Alles gut. Gefällt mir, C2. Drei Generationen hätte er. Da hat er wenigstens Mühe sich gegeben. Aber, oder beziehungsweise den C2. Aber, Leute. Nächste Haltestelle, Waldau-Heubergstraße. Nein, das stimmt schon mal nicht. Ich muss hier nochmal rein zurückgehen. Oder zwei. Das war mein Fehler. Wir sind ja noch gar nicht angekommen. Wir müssen da ja schon fahren. Gut, aber jetzt nicht zu dieser weiteren Sache. Ja, es muss ja weitergehen. Denn ja, es gibt heute und morgen eine 24-Stunden Leitstellenfahrt von UML. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, fahre ich mit, fahre ich nicht mit. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich natürlich nicht mitfahren werde. Ich werde mal bei UML reinschauen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Nächste Haltestelle, Waldau-Kirche. Mitfahren, sorry, geht nicht bei mir, tut mir leid. Denn, ja, ich habe keine Lust wieder auf einer, ja, eine 24-Stunden Leitstellenfahrt zu machen, die, wie soll ich das sagen, von Mitarbeitern gemacht wird, sage ich jetzt mal, die früher bei uns waren. Und wenn ich von uns rede, heißt es von uns zwei Players. Gut, ich meine, ich habe gegen die Leute nichts und ja, sie können zu uns auf dem TS joinen, wir können zu denen auf dem TS joinen. Nächste Haltestelle, Waldau-Heubergstraße. Er fährt ja. Also, da habe ich damit schon mal keine Probleme. Aber Leute, ja, nichtsdestotrotz nehme ich unsere zwei Players. Wir veranstalten nämlich auch eine 10-stündige Leitstellenfahrt. Die, wenn jetzt alles richtig informiert bin, am 12.8. stattfindet und zwar morgens ab 10 Uhr. Eine Kurzstrecke. Jawohl, eine Kurzstrecke bekommen Sie. Das heißt, Leute, ja, wenn ihr wollt, ihr könnt euch gerne anmelden. Ich werde euch den Link auf jeden Fall reintun. Und ja, ich werde wahrscheinlich, wenn ich frei habe, werde ich auf jeden Fall auch mitfahren. Nächste Haltestelle, Niederberg Waldallee. Das wird sich aber dann noch entscheiden. Und ja, das muss ich aber dann noch entscheiden, wenn ich weiß, wie ich da arbeiten muss. Können Sie ein paar anständig fahren? Komischerweise, mich schreibt schon wieder jemand an, das gibt es nämlich nicht. Denn ich kann euch ja nicht antworten jetzt in dem Moment, weil ich ja hier ja, mein Let's Play machen werde. Das verstehen manche Leute auch nämlich auch nicht. Denn wenn ich ein Let's Play mache, möchte ich auf jeden Fall nicht erreichbar sein. Oder bin ich zwar schon erreichbar, nur dann sollte man es aber auch kapieren. Naja, gut. Naja, nichtsdestotrotz, meine Freunde,
weiteren Plan. Und zwar, ich werde nach einer kleinen Pause dann noch den ETS-2, nicht Konvoi, sondern ETS-2 machen. Und zwar die ETS-2 TSM-Map. Okay, jetzt habe ich den leider übersehen sogar. Na, passiert mal. Eigentlich sollte das nicht passieren. Ja, wir haben jetzt noch 1,5 Minuten Pause, das heißt, ja, ich würde sagen, wir brechen jetzt dieses Let's Play und machen dann gleich weiter. Und da würde ich doch sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.